Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu den Back 9. Wir spielen Harbortown auf der Korn Ferry Tour. Wir sind in South Carolina und haben die Front 9, ja, ich würde sagen, zwar holprig begonnen, aber dann anschließend doch relativ gut gewuppt. Doppelbogey gleich am ersten Loch, weil wir da unter einem Baum durchschlagen mussten und der Ball ist unheimlich dann ja mit dem flachen Schlag gerollt, dann leider eben ins Ausgerollt, mussten wir dann wiederholen mit Strafschlag und dann ist es eben nur ein Doppelbogey geworden. Danach haben wir uns doch relativ gut berappelt, gleich hier das Birdie an der 2 gespielt. Auch am zweiten Par 5 konnten wir das Birdie spielen und so sind wir jetzt mittlerweile auf minus 2 und im Leaderboard sind wir auf dem geteilten 16. Okay, Freunde, wir kommen zu den Back 9. Wir eröffnen die Runde hier, dieses Video natürlich mit der 10, einem Par 4 mit 445 und schon wieder falsch gedrückt, 45 Yards. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir auf der linken Seite Wasser haben. So, wir haben auch extremen Gegenwind. Ja, wir bleiben hier ein bisschen, dass er uns den Ball nicht so weit rüber drückt. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die Back 9. Oh. Ah, ins Rough. Ganz knapp ins Rough. Mehr rüber gedrückt, als ich dachte. So a poor tee shot at 10, now his second. Ja, das macht es natürlich jetzt schwer mit dem zweiten Schlag. 89 bis 97, 181 Yards. Wir haben Gegenwind und wir liegen im Rough. Das heißt, wir müssen eigentlich mindestens einen Schläger mehr nehmen. Dann natürlich definitiv mehr über die rechte Seite, dass wir hoffentlich, dass uns der Ball hier mitten ins Grün reinläuft. Die Kurve wird sowieso so sein, dass er nach links reinläuft. Also machen wir ruhig ein bisschen mehr. Und dann hoffe ich, dass der Schläger mehr uns auch hilft, den Ball hier reinzubringen. Okay, die Kurve macht er Richtung Stock. Die Länge hat er sogar auch, dass er aufs Grün kommt. Und legt hervorragend. The penalty normally here is missing the fairway, but coming out of that rough to just hammer a shot from that distance. Ooh. Not only get it on the green, but close. That is reducing this hole down to nothing. Jo, 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 da flippt ja einer schier aus. Okay, wir konzentrieren uns, weil das ist jetzt eine richtig gute Birdie-Chance. Wir sehen es aber, der Break ist doch ganz schön kräftig von links nach rechts. Level, bisschen mehr. Ja, es ist ja nicht viel eigentlich. Sauber. Okay, well done. A couple of birdies here sandwiched around the turn at 9 and 10. This 11th hole at 436 yards is another test requiring precision over power. This fairway narrows the nearer it gets to this green, which is surrounded by four unique bunkers. So, wir robben uns langsam an die Top 10 heran. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wo wir jetzt liegen. Zehnter. Sehr schön, sehr schön. Okay. 437 Yards. Die 11. Auch hier haben wir wieder Bäume auf der linken Seite, aber ein Wind, der uns hilft, den Ball links ins Fairway. Wir spielen also um die Bäume rum und verlassen uns darauf, dass der Wind den rüber drückt. Also vorhin war es ein bisschen zu stark. Der darf auch nicht in den Bunker rennen. So sollte das doch hoffentlich passen. Ja, komischerweise nicht. Diesmal nimmt ihn der Wind nicht so mit, aber er bleibt im Fairway. Das ist gut. Boy, a good round going here on this Thursday and that another fine effort off the tee. Yep, so sehe ich das auch. Also ich will mal hoffen, dass für die nächsten Tage der Wind etwas weniger ist, weil der macht hier uns schon ganz schön zu schaffen. Wir müssen hier über den Baum und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sollten da kräftigen Fade spielen.
Der Wind heißen 7. Wir werden einen hohen Fade spielen. Einen hohen Fade. Oh ja, komm auf die Kante und spring nach rechts. Ja, sauber. Wow, that was ambitious. There's not a lot of green on that right side, but safely on. Ja, ja, das habe ich gesehen, dass da nicht viel green war. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, es geht berghoch. Es geht berghoch und wir hören die Enten im Hintergrund. Am Anfang viel Break und dann ganz wenig. Okay. Wie immer gilt, Hauptsache am Stock, tap in, wenn er nicht fällt. Aber bis zum Stock müssen wir schon kommen. Und das ist am Anfang schon ganz schön viel Break. Da wird eigentlich sofort rechts rüberlaufen. Okay, so viel. Ja, da hinten macht er nicht mehr. Ab der Hälfte ist es dann ganz, ganz wenig. Ja, bricht sofort rechts rüber, wie ich mir das gedacht habe. Ja, ich habe es mir gedacht, aber ich wollte es nicht glauben. Okay. Tap-in ist es nicht. Es ist noch ein kleiner Wadenbeißer, aber das sollten wir doch hinkriegen. Konzentriert gepattet zum Pärchen. Und er bleibt bei minus 3. So, 10. im Moment. The 12th hole at 430 yards is one of the rare dogleg rights on this course. If you can steer your ball into the fairway off the tee, you'll be left with a very manageable approach to a green flanked by bunkers both left and right. So, die Fahnenposition ist natürlich auch hervorragend, da hinten links. Die Fahne anzuspielen, wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Deswegen müssen wir auch gucken, okay, wir haben Gegenwind, der Ball wird eh zu kurz bleiben. Die Frage wird nämlich sein, kommen wir dann? Das heißt, wenn er zu kurz bleibt, müssen wir eigentlich viel weiter links reinspielen, damit, wenn er zu kurz bleibt, wir hier genügend Luft haben, um den freien Weg ins Grün zu bekommen. Weil wenn wir zu weit rechts sind, dann haben wir hier die Bäume. So, den Driver. Er wird uns ein bisschen den Ball sowieso nach links drücken. Ja, okay, ich verlasse mich mal darauf, dass Mitte Fairway reicht und dass der genügend Roll dann noch mitbekommt. Ja, zieht gleich nach links weg. Hm. Aber das ist okay. Das ist okay. Ah, solid. Good drive in the fairway. Ja, da darf man schon mal ein kleines Fäustchen machen, ne? He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Oh yeah. Gegenwind, Eisen 6. Die Fahne steckt ein bisschen weiter hinten. Wir haben etwas Grün zum Anspielen, aber eigentlich müssen wir ein Eisen 5 spielen. Also wenn ihr mich fragt. Über links. Jetzt nochmal schauen, wie viel. Wir haben 10 Miles Gegenwind. Ja gut, hinten dran haben wir genügend Platz. Im Bunker will ich aber eigentlich nicht landen. Das heißt, wir spielen den noch ein bisschen hoch an. Ach, der bleibt links, der bleibt links. Und der ist auch deutlich zu lang. Eieieiei. Ja, damit können wir jetzt nicht so zufrieden sein. Er möchte chippen. 8. Wir machen die Hälfte. 4 und lassen den Ball ein bisschen über links runterrollen. Ja, komm, 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 komm. Ah. Ja, so ein Chip-In wäre jetzt auch nochmal richtig was Schönes. Okay, Level. Aber es geht doch ein bisschen hoch, sehe ich gerade. Wir versuchen es über die rechte Lochkante. Break ist nicht allzu stark. Bisschen mehr.
sauber. No missteps there. It is a par here at 12. And he'll remain right where he is. So, wir kommen zur nächsten Bahn, zur 13. So many visually arresting holes here at Harbortown. This might be the best of the bunch. The 373-yard par 4 13th. Architect Pete Dye created some of the best work the golf has ever seen. But credit the design on this hole, as well as the 17th at TPC Sawgrass, to his wife, Alice, who drew up this design, how's this, on a napkin. Oh ja, da müssen wir mal schauen, wollen wir, wir haben Gegenwind, der Ball wird nicht so lange werden. So, die Fahne steckt auf der linken Seite, direkt hinterm Bunker. Das Fairway fällt ein bisschen nach rechts ab, wenn ich das richtig sehe. Ja, das hilft uns eigentlich, den Winkel zu kriegen für den Annäherungsschlag. Na, er startet schon wieder sofort rechts. Ja, aber das passt. Das passt sehr gut. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz auf den Kommentar eingehen bezüglich PGA. Und zwar müssen wir, um auf die PGA-Tour zu kommen, 3 Turniere gewinnen, 2 haben wir bereits, oder eben in den Finals unter die Top 30 kommen. Und bis dahin haben wir noch ein paar Turniere. Also wäre es natürlich schön, wir könnten eines bald hier gewinnen. Und das versuchen wir auch hier mit diesem. Gegenwind mit einem Wedge. Das fällt mir doch dann in den Bunker hier. Ich bin etwas irritiert, weil vorhin doch das Fünfer ziemlich lang war. Das Wedge mit Approach kriegt Spin. 117. 117 mit Spin. Wenn er aufkommt, springt er nach links. Naja, gut, ein 50er wird gar nicht so viel Spin haben. Ja, er geht ein bisschen nach rechts und fällt Anfang. Ei, und rollt uns an die Kante. Es darf ja nicht wahr sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt wieder gemacht wird. Ob wir wieder so einen Free-Drop... Ha, er legt uns in den Bunker. Er legt ihn uns in den Bunker. Ich fasse es ja nicht. Also normalerweise könnte ich eine Schlägerlänge rechts eigentlich... Ja, nee, warum sollte ich eigentlich... Ja gut, ich habe keinen Stand. Ja, ist schwierig. Es ist jetzt echt schwierig. Oh ja, ich glaube, in der Situation würde ich eher einen Schiedsrichter rufen und dann soll der das entscheiden. Okay, wir haben einen Blast. Wir müssen den eigentlich zum... Stock rollen lassen. Pick. Blast 19. Das Ganze rollt von rechts nach links. Okay. Wir werden so probieren. So, roll, roll, roll. Sehr schön. Sehr schön. That is a good looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. Dann versuchen wir hier mal das Paar zu retten. Über links. Über links. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay right where he is. So, jetzt haben wir 3 Pärchen in Folge. 3 in a row. Immer noch 10. Die 14 ist die nächste Bahn. Almost a mirror image of number 4. It's a par 3 at 192 yards. At 4, the danger was water left. Here, it's on the right with a generous bailout area left of the green. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, dieses Par 3. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wir haben Rückenwind. Dann müsste uns ein Eisen 7 eigentlich reichen. Aber reicht das dann eben dann auch, um auf dem Grün zu bleiben?
Ja, kurz gesteckte Fahne. Ich meine, ein Eisen weniger mit dem Rückenwind könnte auch reichen. Eisen 7, Rückenwind. Huch. So, nochmal schauen. Ja, der Wind drückt ihn rüber. Ja. Mitte grün. Kein allzu großes Risiko. So. Hoch anspielen. Oh ja. Oh ja. Komm, roll noch ein bisschen runter, damit wir putten können. Danke. Da sind wir 57 Fuß wieder weg. Three putts, a definite possibility here. This is a long look for birdie. So, es geht 3 Inches runter. Das ist zum Glück nicht allzu viel. Das heißt, wir gehen hierher. Denn im Zweifel lassen wir ihn lieber etwas kurz. Wir müssen ihn aber auf die Linie bringen. Wir sehen, dass es am Anfang wieder extrem nach links runterbricht. Das heißt, er wird sofort die Kurve wechseln. Dann wird es lange, lange im Prinzip leicht nach links gehen. Und vorne geht es wieder ein bisschen nach rechts. Okay. Das heißt, wir gehen ein bisschen deutlich nach links, weil er wird ja gleich rüberbrechen. Ja, so. Okay. Ja, okay. Das ist jetzt 3 Fuß. Ist okay aus der Entfernung, würde ich sagen. Damit kann man leben. Wir hatten ihm auch ein bisschen die Chance gegeben und im Prinzip ist er dahin gerollt, wo wir auch gedacht haben. Aber jetzt bin ich gerade auch wieder ein bisschen irritiert, weil... War der nicht hinterm Loch? Liegt er wirklich da? Das ist doch eigentlich jetzt in Anführungszeichen Pin High. Ich will mich nicht beschweren, denn es ist kein Break mehr hier. Kleines bisschen hoch. Und hoffentlich jetzt zum Pärchen eingeloggt. Okay, sehr gut. Und ein Paar hier at 14. Und er wird right where he is. So, da hat sich irgendjemand vor uns geschoben. Wir sind auf den 11. Platz zurück. Most of the problems here come on that second shot, which requires you either to play a big right to left or to cut the angle, hit it over the trees and hope you've got it online. So, das ist auch eine interessante Spielbahn und dann geht's langsam raus ans Meer oder sagen wir mal zum Hafen. Mit den Bahnen 16, 17, 18. Die 18 berühmt dann natürlich, weil wir da Richtung Leuchtturm spielen. Deswegen dann auch eben Harbortown. Und der Leuchtturm eben auch im Logo des Golfclubs. Im Prinzip haben wir einfach wunderbaren Rückenwind. Par 5. Wenn wir den hier sauber ins Fairway bringen, dann wird er uns noch richtig schön... Ja, da wird er uns eine richtige Freude machen. Aber es geht ein bisschen der Wind nach rechts. Okay, ja, ist so ein bisschen zweigeteilt, da ist so ein kleiner Buckel im Fairway. Ja, geht schon wieder gleich nach rechts. Aber das passt sehr gut, rechts ist eigentlich sogar besser. 273 Yards Carry und über 300 mit Roll. Da könnten wir sogar mit dem zweiten das Grün vermutlich angreifen, oder? Ach, Hybrid über die Bäume, das glaube ich nicht, Tim. Nee, da können wir nichts angreifen. Wir nehmen jetzt lieber ein Eisen 4 und versuchen, den da reinzubringen, weil über die Bäume ist gefährlich hier, über diesen Baum. Da sind schon andere hängen geblieben. Da sind schon andere drin hängen geblieben und der Wind hilft uns ja ein bisschen. Wir werden den Draw spielen. Ja, gut. Sehr schön. Danke. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. So, kurz gesteckte Fahne.
Er will pitchen. Ups. Ich würde gerne einen Flop machen. Komme ich mit dem normalen hin? Nein. Okay. Der Flop mit dem Wind. Wenn er aufkommt, springt er nach rechts. Er fliegt schon wieder nach rechts, ne? Spannend. Gut. Aber so rollt er nicht viel. Und wir haben die Chance auf ein Birdie. Wir haben die Chance auf ein Birdie. So, das Ganze ist Level. Linke Lochkante wird hier nicht reichen, weil am Anfang bricht es stark. Ja, es bricht generell stark. Auf 8 Fuß ungefähr bis zum Loch. Ja. Ein bisschen mehr würde ich sagen, weil der bricht rum. Sauber! Yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. And he'll get it now to 4 under par. Just 2 shots off the lead. The final 3-hole stretch begins here at the 434-yard par 4 16th. It's a dogleg left with an expanse of sand running along much of the entire left side of the hole. So, das ist jetzt nochmal ein kniffliges Par 4. Das sieht zwar nicht allzu lang aus, aber durch dieses Dogleg, durch diesen Winkel, ist es schwierig zu spielen, denn wenn wir hier zwischen den Bäumen liegen, je nachdem und auch mit dem Bunker, kann es sein, dass wir dann wirklich das Grün gar nicht erreichen können. Das Problem ist wirklich jetzt hier ein bisschen an diesem Baum vorbei, auf die linke Seite eigentlich zu kommen. Okay. Jetzt nimmt er die Kurve wieder stark an, aber ich glaube, das passt. Jetzt sollte er natürlich nicht bis unter den Baum rollen. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Sauber, da haben wir einen guten Winkel. His second from the fairway. Yes, 135 yards left to the flag. Pin all the way at the back. He can fly it the full way. Den Wind werden wir merken, vor allen Dingen mit dem Pitching Wedge. Der wird uns deutlich zu kurz bleiben. Wenn wir aber Mitte grün liegen, dann springt er nach links und dann haben wir eigentlich einen leichten Bergauf-Putt. Also vom Prinzip her. Bisschen flacher vielleicht. Nicht richtig durchgezogen. Ah, spinnt auch noch ein bisschen. Okay. And that one barely makes the front of the green. Do you realize if you just miss it the middle of the club by quarter of an inch, you lose 10%. That's right, 10%. Okay, danke. Two putts will work out fine from here, but this is a long look for birdie. 5 Inches bedeutet auf jeden Fall 2,5 Kästchen, würde ich sagen. Fast 3. Damit er auch hinkommt. Oh ja, das ist wieder so ein Doppelbreak. Erst bricht er nach rechts. Dann bricht er da vorne, wenn er langsam wird, nach links. Also in dem Fall, wenn du nicht weißt, wohin, einfach gerade aufs Loch. Weil er, wie gesagt, er wird zuerst nach rechts brechen und dann wird er vorne nach links. Aber weil er langsamer wird, wird er viel mehr nach links runterbrechen. Man wäre jetzt geneigt, eventuell mehr über links zu gehen. Ja, wir putten einfach mal geradeaus und hoffen, dass er schön am Stock bleibt zum Tap-In. So, er geht nach rechts und jetzt müsste er links runterkommen. Okay, also hätten wir eigentlich von Anfang an ein bisschen weiter rechts anhalten müssen und nicht links. So. Ja, jetzt haben wir immer noch ein ziemliches Break. Immer noch ein ziemliches Break, so wie vorhin.
Okay. Okay, didn't want to let that one get away. It is a par here at 16, and he'll remain at 4 under. So, das war jetzt nicht gerade mal so mal dahingespielt. Da müssten wir uns jetzt schon ein bisschen anstrengen. 17th at 174 yards. You'll want to aim right of that one lone tree in the distance, almost like what you see on the South Carolina state flag. And be sure to steer clear of the bunkers here, because making par from there, not a sure thing. So, ein sehr schönes Par 3. Natürlich haben wir hier wieder jede Menge. Und ihr seht es, hier links von den Bunkern will man nicht landen. Das ist im Prinzip aus. Da geht gar nichts mehr. Deswegen hat man das auch nochmal hier ein bisschen verstärkt mit Holz, damit der Wind auch den Sand hier nicht wegträgt. So, dann haben wir natürlich hier die False Front. Jeder Ball, der zu kurz ist, wird definitiv in den Bunker rollen. Okay, wir haben Gegenwind. Der Ball wird uns dann eher nach rechts. Das heißt, wir müssten aber von der Kurve logischerweise einen Draw spielen, damit er über rechts reinkommt. Ein Eisen 8 wird zu kurz sein, wenn man mich fragt, bei dem Wind. Oh, shit, ey. Ja, genau. Und wir müssen eigentlich den Draw spielen. Und ein Eisen 8 wird zu kurz sein. Ja, ja. Ein bisschen hoch anspielen. Auch hier wieder der hohe Draw. Der hohe Draw. Ja, der bleibt sofort liegen. Der bleibt sofort liegen und ist deutlich zu kurz. Come to rest on the front portion of the green and now a fairly long look coming up for birdie. Yeah, yeah. To give this a pretty good thump. This is well back there and into the hill. So, 7 inches. Auch hier, da gehen wir jetzt mal 3. Oh ja, auch hier wieder so ein bisschen ein Double Break. Allerdings 2/3 nach links und 1/3 nach rechts. Das heißt, überwiegend über rechts. Ja, das sollte eigentlich passen. Naja, der wird dann oben praktisch gerade auslaufen. Okay. So, zieh, 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 zieh. Ah, das nenne ich mal auch wieder ein guter Putt. I had to put a little extra into that one, but got it there. That's a pretty good effort. Yep, aus der Entfernung absolut akzeptabel und annehmbar. Auf jeden Fall zum nächsten Pärchen. Und immer alles, was Pärchen oder besser ist, lässt sich in der normalerweise uns nicht verschlechtern. So, jetzt schauen wir, dass wir die 18 auch noch ein paar spielen. Also auf keinen Fall das Bogey spielen. Und dann haben wir, glaube ich, einen guten ersten Spieltag hingelegt. It's a par 4 at 472 yards. Sort of a visually awkward landing area. You want to make sure you don't hit it through the fairway and into the hazard. But a good drive sets up a gorgeous finish, taking dead aim at that beacon of a lighthouse. So, jetzt sieht man das hier. Das, was da alles, ja, man sieht es nicht so richtig. Zack. Dass diese Gegenden hier, das hier, das sind keine Bunker eigentlich nicht. Das ist der Waste Area. Das heißt, da darf man den Schläger auch eigentlich aufsetzen. Weil das ist einfach wilde Sand. Und das müsste, und das nennt sich normalerweise, wie gesagt, Waste Area. Und der Unterschied zu den Bunkern ist, dass man hier auf jeden Fall im Probeschwung beziehungsweise eben den Schläger aufsetzen darf, wenn man den spielt. Das ist eben wichtig zu wissen, weil ihr kennt vielleicht die Geschichte 2010. Dustin Johnson kam nicht ins Stechen, weil er dachte, er wäre in der Waste Area mit dem an der 18, Whistling Straits an der 18 und hat den Schläger aufgesetzt, aber es war ein Bunker und deswegen hat er einen Strafschlag bekommen, ist nicht ins Stechen gekommen und Martin Keimer hat dann im Stechen gegen, ich denke, Bubba Watson oder war es Zach Johnson, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall im Stechen über 3 Löcher dann tatsächlich sein erstes Major gewonnen, die PGA Championship in Whistling Straits, wenn ich richtig weiß. So, dürft ihr aber gerne nachrecherchieren und mir in die Kommentare schreiben, sollte ich falsch liegen. Okay, wir müssen einfach nur schauen, den Ball hier sauber. Jetzt guck mal, dass wir nicht zu lang werden, weil wir haben Rückenwind.
Deswegen gehen wir auch lieber auf die Seite, damit er ein bisschen ausrollen kann, im Zweifel nach rechts. Natürlich versuchen die Profis immer hier in diese Delle reinzuspielen, aber ich glaube, so viel Unterschied macht es nicht. Aber wenn wir hier reinspielen, haben wir auf jeden Fall kein Längenproblem. Jo, die Kurve nimmt er und dann soll er auch noch ein bisschen rollen. 262 Yards, Carry geschlagen, aber keine 300, vermute ich mal. Ja. Ja, also viel hat es nicht gebracht, der Rückenwind. So. Eisen 6, wir gehen auf Eisen 7, weil wir Rückenwind haben über... Ach du Schande, schon wieder so viel. Schon wieder so viel. Linke Seite. Dahinter ist ein Bunker, oder? Ist das ein Bunker? Ja, ist ein Bunker, der den auffangen soll. Eisen 7. Jo, wir verlassen uns darauf, dass der Wind den reinträgt. Leicht hoch angespielt. So, wieder mal ein kleines bisschen Overswing. Er geht auf den Stock, aber bleibt er auch liegen? Ah, da werden wir wohl das Texas Wedge brauchen. Schade, schade. Oder sollen wir wieder verrückterweise chippen? 6, 3, über, rechts, über rechts. Ja, schade. Ich hätte mal gern noch einen Chip versenkt. Aber ich glaube, das wird noch mal ein schönes Pärchen zum Abschluss. Yep. Ja, also wir haben ihm auf jeden Fall die Chance gegeben zu fallen mit dem Chip. Insofern alles gut. Und im Nachhinein haben wir einen schönen Tap-In zum abschließenden Pärchen. And this will be an opening round, 67 on the scorecard. Well done. Yo, ein paar 71, 67 gespielt. Featured golfer just two back, a day's end. Makes that second round even more important, Rich. Don't want to get too adrift come moving day. So, for Frank Nabilo, Notably Gay the Third, Iona Steven, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. Jo, Freunde, das wäre es also gewesen. Das war die erste Runde Hilton Head Invitational auf der Korn Ferry Tour, unser fünftes Event. Und wir streben wieder einen Turniersieg an, denn würden wir dann einen dritten Turniersieg haben, könnten wir zügigst auf die PGA und hätten dann nämlich unsere Tourkarte gewonnen. So, wir schauen mal. Also, wir haben bei diesem Par 71 Kurs 4 untergespielt, das heißt eine 67 natürlich hier am Anfang. Das Doppelbogey, das da mir doch einen kleinen Schreck hier versetzt hat, ob wir denn hier überhaupt bestehen können oder ob da jetzt alles schief läuft. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass wir die Sache gut in den Griff bekommen haben und dass wir dann am Schluss eigentlich nur noch Pärchen Birdies gespielt haben. Wir schauen aufs Leaderboard und sehen, dass wir geteilter Fünfter sind mit 2 Schlägen Rückstand. Soll also heißen, ich bin mal gespannt, wie sich hier das Feld jetzt entwickelt, wenn wir ja hier die KI etwas hochgezogen haben, von 85 auf 90, wie sich das Feld jetzt entwickelt, dadurch, dass wir hier die minus 4 gespielt haben, wie jetzt am zweiten Spieltag das Ganze dann sein wird. So, wir werden das Ganze dann im etwas schnelleren Modus spielen, das heißt, ohne Flyover, ohne die Animationen werden wir dann den zweiten Spieltag und dabei hoffentlich den Cut schaffen, spielen. Jetzt gucken wir erstmal, so, was wir hier bekommen. Ende der Runde, Harbortown Golf Links, ein wunderschöner Platz von Pete Dye. Es gibt wieder Gummipunkte, Total Tokens und ein Pro Pass Level Up. Ich glaube, da gibt es dann auch XPs dazu. Und ich will auf jeden Fall schauen, dass wir... Achtung, Achtung, Continue. So, wir haben dann auch einige Daily Quests erfüllt. Dann schauen wir mal, wenn wir hier rausgehen. 15.550 Punkte haben wir ganz rechts und wir müssen schauen, dass wir auf 18.000 kommen, denn ich möchte definitiv unbedingt Specs für meinen Driver. Das brauchen wir unbedingt. So, Pro Pass.
Dann holen wir mal unseren Gewinn sozusagen ab. Was haben wir freigeschaltet? XP claimen wir. So, und dann brauchen wir noch 23.000, um unseren Spieler die nächsten Skill Points zu erwerben. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr toll findet, dass wir hier EA Sports PGA Tour auf diesem Kanal spielen, dann wäre es doch herzallerliebst, wenn ihr ein Like da lasst oder natürlich auch einen Kommentar schreibt, wenn ihr Fragen habt. Immer raus damit. Und natürlich wäre ein Abo hervorragend, damit ihr auch zukünftig keine weiteren Folgen hier auf diesem Kanal verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr auch das eine oder andere für euer Spiel entdeckt, das ihr übernehmen werdet. Nichtsdestoweniger, es geht in Kürze dann in den zweiten Spieltag hier Harbor Links Golf Course. Ich bedanke mich und wünsche euch bis dahin ein schönes Spiel.